Für die Fraktion Die Linke hat das Wort die Kollegin Dr. Gesine Lütsch. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich frage mich seit Beginn dieser Debatte, ob unsere Zuschauer auf den Zuschauerrängen überhaupt verstehen, worüber hier diskutiert wird. Darum sage ich noch mal, wie das Thema ist. Das Thema ist Finanzplan des Bundes 2009 bis 2013. Und auch der Kollege Staatssekretär Kampeter hat alles getan, um darum rumzureden, worüber wir eigentlich sprechen. Er hat über den Haushalt gesprochen, aber er hat nicht über die Finanzplanung gesprochen. Und nun ist es ja so, dass es wirklich eine ziemlich absurde Debatte ist, denn wir hatten, wie alle wissen, im Herbst Wahlen und seit den Wahlen gibt es eine neue Koalition. Und diese neue Koalition hat erklärt, dass sie alles anders machen wolle. Sie hat aber versäumt, eine neue Finanzplanung aufzulegen und vorzulegen. Und nun haben wir ja sowohl von Kollegen Kampeter als auch von Kollegen Fricke von der FDP noch mal die Ausreden und fadenscheinigen Argumente gehört. Sie erklären, sie wollen erst mal die Steuerschätzung abwarten. Ich halte das wirklich für Arbeitsverweigerung und für unehrliche Politik, meine Damen und Herren. Wir wissen doch alle, dass Sie gebannt auf einen Termin starren, nämlich auf einen Termin im Mai. In Nordrhein-Westfalen sind Landtagswahlen. Nordrhein-Westfalen ist das bevölkerungsreichste Bundesland und nicht zu Unrecht können, glaube ich, alle davon ausgehen, dass dort die schwarz-gelbe Koalition abgewählt wird, die ja, wie wir wissen, mit Sponsoring-Affären beschäftigt ist und das Vertrauen in die Politik in hohem Maße beschädigt hat. Und ich finde, dann sollten Sie wenigstens so ehrlich sein und sagen, Sie trauen sich nicht, der Bevölkerung in diesem Land vor diesem Wahltermin die Wahrheit über die Richtung Ihrer Politik zu sagen. Und da sage ich Ihnen auch noch, die Wählerinnen und Wähler in Nordrhein-Westfalen haben es in der Hand zu entscheiden, ob diese schwarz-gelbe Koalition abgemahnt wird. Ich finde, eine Abmahnung ist überfällig. Da stimme ich Ihnen zu, Kollege Kuhn. Eine Abmahnung reicht nicht. Die Abmahnung muss die Abwahl sein. Da sollten wir uns einig sein. Meine Damen und Herren, wenn nämlich diese Koalition in Nordrhein-Westfalen nicht abgemahnt wird, dann macht die Bundesregierung weiter wie bisher Klientelpolitik, Steuersenkungen für Großunternehmen, Großspender und Sponsoren bedienen und reihenweise Parteifreunde in den Ministerien unterbringen, wie wir es seit 100 Jahren miterleben mussten. Und da Kollege Fricke gerade aufsteht, haben wir festgestellt, dass insbesondere die FDP da besonders aktiv ist. Wir brauchen nur den Kollegen Niebel anschauen, was er in seinem Ministerium, was er eigentlich abwickeln wollte, alles untergebracht hat. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Fricke? Ja, sehr gerne. Frau Kollegin Lötsch, würden Sie mir bestätigen, dass die Steuerschätzung im Mai vor der Landtagswahl kommt? Lieber Kollege Fricke, erstens weiß ich, dass die Steuerschätzung kommt. Und zweitens können wir gerne wetten, dass Sie vor der Wahl nicht die Finanzplanung vorlegen wollen, sondern dass Sie dann sagen werden, Sie werden sich weiter dahinter verstecken. Aber ich kann Ihnen auch sagen, Sie haben über die Schuldenbremse gesprochen. Die Schuldenbremse, bleiben Sie mal ruhig stehen, dann kann ich Ihnen das nämlich erklären. Nee, bleiben Sie mal ruhig stehen. Das ist feige. Aber gut, das sind wir ja mal von der FDP gewohnt, aber ich habe ja noch Redezeit, da kann ich Ihnen das ja erklären. Sie sagen, Sie können keine Finanzplanung machen, weil Sie keine Steuerschätzung haben. Aber im gleichen Atemzug können Sie sagen, die Schuldenbremse muss gelten. Und die Schuldenbremse sieht vor, dass pro Jahr 10 Milliarden Euro im Haushalt gestrichen werden sollen. Nicht gespart, wie es ja immer irreführend heißt, sondern gestrichen werden soll. Und 10 Milliarden Euro können Sie nicht sparen, indem Sie auf Bleistiftanspitzer oder Ärmelschoner in den Bundesministerien verzichten. Und letzter Satz. Herr Kollege Kampeter, die Vorstellung, in allen Ressorts zu sparen, ohne eine Schwerpunktsetzung zu formulieren, das ist keine vernünftige Politik. Wir wollen, dass im Verteidigungsbereich gespart wird, und zwar deutlich. Wir wollen keine Rüstungsprojekte, und wir werden uns mit aller Kraft dagegen wenden, dass Sie Ihren Plan umsetzen können, auf dem Rücken der Ärmsten in diesem Land zu sparen. Wir brauchen endlich eine vernünftige Änderung der Politik, eine grundlegend andere Wirtschafts- und Steuerpolitik. Wir müssen die Verursacher der Finanzkrise zur Verantwortung ziehen und endlich Schluss machen mit Niedriglohnsektor, mit Hartz IV und mit lächerlichen Steuersätzen für Konzerne. Und wir müssen, um dieses Land voranzubringen, endlich die Agenda 2010 abwickeln. Dann ist auch wieder eine solide Finanzpolitik möglich. Vielen Dank.
Das Wort hat nun Alex Ponde für die